Mein Name ist Private Paula. Das hier ist meine Software. Es gibt viele andere, aber diese ist meine. Meine Software ist mein bester Freund. Es ist mein Leben. Ich muss sie meistern, wie ich mein Leben meistern muss. Ohne mich ist meine Software nutzlos. Ohne meine Software bin auch ich nutzlos. Meine Software verfehlt nie ihr Ziel. Ich muss schneller hitten als das andere Team. Ansonsten hittet er mich. Ich muss ihn hitten, bevor er mich hittet. Das werde ich. Heute reden wir über die E&L M4 MUR Moore Custom Carabine, die Diamond Serie. Seid gespannt, mega geil. Kommen wir zuerst zu den technischen Daten. Wir haben hier eine SAEG mit einem F, das heißt über 0,5 Joule und somit erst ab 18 Jahren erlaubt. Die Energie beträgt 1,6 bis 1,7 Joule und hat ein Gewicht von 3350 Gramm. Die Gesamtlänge beträgt 750 mm eingefahren und ausgefahren haben wir eine Länge von 830 mm. Wir haben einen Tuninglauf drin mit einer Lauflänge von 290 mm und 6,04 mm Innendurchmesser. Und der Großteil der Waffe besteht aus Stahl, Alu und Nylon. Kommen wir zum Lieferumfang. Einmal die Waffe selber. Ein Midcap, 120 Schuss, Stahlblech. Griffstücke, um den Griff zu verändern. Einfach um eure Hand das Ganze anzupassen. Ein bisschen Werkzeug. Dann einmal ein Schussprotokoll von E&L selber mit den Daten. Hier steht drauf 1,74 bis 1,72. Eine Bedienungsanleitung. Inhalt möchte ich meinen bei E&L klassisch sinnvoll. Hier steht wirklich so ziemlich fast alles drin. Man kann, denke ich, mit diesem Teil hier die Knarre, die Airsoft, komplett auseinandernehmen, weil hier wirklich fast alles beschrieben wird. Also eine sehr, sehr gute. Da können sich andere Hersteller mal was davon, eine Scheibe von abschneiden. Und zu guter Letzt das Beschussprotokoll von Begadi selber. Hier haben wir draufstehen 1,7 bis 1,7 Joule. Das werden wir aber selber im Chrono auch noch überprüfen. Kommen wir zum Außenbereich der Airsoft. Vorab erstmal sagen, die Qualität spricht hier für sich. Durch E&L durchweg einfach genial gebaut. Sehr, sehr schön verarbeitet. Keine Gussnähte, einfach schön. Muss man einfach sagen, E&L macht da einen richtig, richtig guten Job. Fangen wir von vorne nach hinten an. Ganz vorne haben wir einen Schalldämpfer hier vorne drin. Natürlich keinen echten, einen Schalldämpfer mit Schaumstoff innen drin. Der wird wahrscheinlich auch ein bisschen das Geräusch vom Schuss ein bisschen dämpfen. Ansonsten natürlich 14 mm Negativgewinde, heißt ihr könnt den rausschrauben und hier vorne einen Tracer montieren oder einen anderen Schalldämpfer oder einen Amplifier, was ihr halt möchtet. Das komplette Frontset ist aus Alu gefertigt, CNC gefrästes Alu, der Außenlauf und auch die Gasabnahme innen drin aus Stahl gefertigt. Der Upper und der Lower sind auch aus Aluminium gefertigt und haben eine Anti-Kratz-Beschichtung drauf. Dann kommen wir zu einer kleinen Funktion, was ich sehr, sehr schön finde. Wir haben hier einen funktionierenden Bolt Catch. Das heißt, wenn wir hier dran ziehen, dann bleibt die Kappe hinten stehen und wir können hier in Ruhe unser Hop-Up einstellen. Schuss, Schuss, Hop-Up, 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 Schuss, Schuss, Hop-Up. Und wenn er wieder in Ordnung ist, theoretisch können wir die Klappe zumachen und dann können die auf beiden Seiten den Bolt Catch wieder releasen. Bedeutet einmal auf dieser Seite, machen wir die Scheibe auf, hier, ihr könnt sehen. Und wir haben auf der anderen Seite auch noch dieses schöne Teil hier. Wenn ich hier drauf drücke, könnt ihr auch sehen. Pack. Und zu ist er. Aufpassen mit dem Finger, nicht mit dem Finger drin sein, weil wenn das Ding zuklappt, das tut schon ein bisschen weh, hat ein bisschen Dampf. Um das Magazin herauszunehmen, haben wir beidseitigen Magazin-Auswurfhebel. Bedeutet, wir haben einmal hier auf der rechten Seite den hier, zack. Und wir haben ihn auf der anderen Seite auch nochmal das längliche hier. Drücken wir drauf, Magazin können wir rausnehmen. Zack. Feuerwehrhebel auf beiden Seiten. Einmal hier. Einmal da, also rechts und links Hände auf jeden Fall eine geeignete. Das Magazin, haben wir ja schon gesagt, aus Stahlblech gefertigt, macht einen sehr robusten Eindruck, 120er Midcap. Der Griff aus einem sehr hochwertigen Kunststoff gefertigt, macht auch wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck und keinerlei Gussnähte. Genau so muss das sein. E&L weiter so. Hinten haben wir einen Slinghalter, aber einen QD-Slinghalter, das heißt, ihr könnt den, indem ihr den, wenn ihr nicht so euch so blöd anstellt wie ich, wenn ihr drauf drückt, könnt ihr den rausnehmen und dann quasi was befestigen, was anderes dran machen, wie ihr möchtet. Ist dann sehr modular.
Der ist aus Stahl gefertigt, das heißt, hier könnt ihr wirklich auch ohne Probleme einen Sling dranhängen. Ihr braucht ihr keine Angst haben, dass das Ding irgendwie rausreißt. Dann haben wir hinten noch den verstellbaren Stock in 5 Stufen. 4 und die erste, wo wir quasi waren, ist die Nummer 5. Und wir haben hier hinten unsere Federschnellwechselsystem. Wenn wir den Schaft rausnehmen, die Schraube im Stock lösen und abnehmen, können wir hinten ganz einfach die Feder wechseln. Eine schöne Sache, gerade wenn ihr auf Spielfeldern unterwegs seid und nicht wisst, ob eure Durchwitterungsbeständigkeit halt, beziehungsweise Kälte und Wärme, ob eure Airsoft im richtigen Schulbereich ist. Wenn es nicht passt, hinten aufmachen und einfach eine andere Feder rein oder vielleicht die vorhandene leicht abknipsen. Wir haben ein relativ modernes M-Lock-Design. Ich sage relativ, weil M-Lock nicht jedem gefällt. Ich finde M-Lock oder Keymod ist eine reine Geschmackssache. Internals. Wir haben hier auch wieder hier bei der Diamond-Serie sehr, sehr viel schöne Sachen innen drin verbaut. Komplett innen ist eigentlich, kann man sagen, alles hochwertig. Das Einzige, was man vielleicht verbessern könnte, wenn man jetzt, sagen wir mal, High-End haben möchte, und ich meine wirklich High-End, dann könnte man hier noch einen Titan reinmachen und vielleicht eine Max-Hop-Up-Unit. Aber das, was jetzt verbaut ist, ihr werdet es gleich beim Schussgeräusch hören, ist einfach schon mega gut. Wir haben hier ein MOSFET mit drin, wir haben zwar ein normales Switch, aber durch den sehr, sehr starken, guten Motor kommt das einer elektronischen Abzugseinheit sehr, sehr nah. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Geräusch und sehr schönes Feeling vor allem. Innen drin Pisten, Pistenheads, Nozzle, alles ist hier geupgradet. Also ihr braucht euch hier keine Sorgen machen, dass hier drin irgendwas kaputt geht. Ich würde jetzt spontan, und ich habe schon relativ viel in meinem Leben geschraubt, mir würde spontan nicht einfallen, was ich jetzt tauschen müsste, um hieraus ein besser langlebigeres System zu machen. Die Teile, die verbaut sind, sind einfach sehr gut. So, nun hören wir uns das Ganze mal mit dem Schussgeräusch an, um zu gucken, was das Ding so kann. Diese Klappe geht ständig auf, ne? Keiner gesehen. Um hier einen Akku reinzumachen, ist die Vorgehensweise relativ simpel. Einmal muss der Stock ab, wir ziehen auf die letzte Stufe, dann greift ihr unten mit dem Finger rein, hebelt das Ganze einfach aus und könnt ihr nach oben hin wegziehen. Das ist eigentlich schon alles. Dann haben wir hier oben eine Kappe. Diese Kappe schrauben wir einfach ab. Das ist ein ganz normales Rechtsgewinde. Das ist unsere kleine Kappe. Und hier drin haben wir unseren DIN-Stecker. Wichtig, auch Begani schreibt das mit in seine Produktbeschreibung. Hier gehen die, mit diesem System, wie ihr sie jetzt hier habt, könnt ihr euren Akku nur in die Stocktube reinmachen. Ihr müsst deswegen genau gucken, welche Akkus ihr habt, ob die hier reinpassen oder halt diejenigen die kaufen, die Begani schon anbietet. Schauen wir mal, was der 7.4er aus diesem kleinen Monster rausholt. So, wir haben einen 7.4er 2600 mAh 20C. Schauen wir mal, was 7.4 so kann. Also sie greift ein bisschen, das könnte ein bisschen an der Schimmung liegen, vielleicht nicht 100% optimal geschimmt, aber nicht unbedingt schlecht geschimmt im Sinne von Haltbarkeit, sondern einfach vom Geräusch her. Aber obwohl es ein 7.4er ist, finde ich es schon sehr, sehr zackig. Jetzt bin ich gerade mal sehr, sehr gespannt, was passiert, wenn wir jetzt einen 11.1er dranhängen. So, einen 2200 mAh 11.1er mit 20C. Wirklich sehr, sehr schnell. Ich habe schon bei den anderen ENL-Produkten gesagt, ich kann es nur sagen, hier ist ein super Motor drin, der diese Power einfach perfekt rüberbringt. Obwohl wir hier ganz normale Standard 18:1 Gears haben, also die Standard-Übersetzung von normalen Airsoft-Modellen, haben wir mit diesem Motor im 11.1er brachiale Geschwindigkeit. Das ist fast schon wirklich... Ihr müsst euch vorstellen, ich drücke ab und bevor ich überhaupt irgendwas wahrnehme, was passiert, haut schon nach vorne. Also wie so ein leichtes Precocking. Vielleicht ist es auch ein leichtes Precocking, das kann ich jetzt schlecht beurteilen, weil ich nicht reingucken kann. Aber auf jeden Fall ist es mega schnell. So zu triggern mit einer Standard-Switch ist eigentlich... habe ich noch nie gesehen. Also gut, ich habe jetzt auch noch nicht lange viele Switches verbaut und auch dementsprechend gespielt, aber guckt euch mal, wie schnell ich hier triggern kann. Wir haben hier eine Standard-Switch drin. Das ist einfach nur ein Metallschieber, der auf Metallkontakte geht und wieder rausgeht. Wahnsinn schnell. Wahnsinn schnell. Geil. So, der Chronotest. Schauen wir einfach mal, ob hoffentlich diese 1,7 Joule, wenn es hier auch sind, nicht durch den Karton schießen. Ich werde jetzt quasi einfach hier auf den Karton schießen und davor wird der Chrono stehen. Schauen wir mal, was passiert.
1,78, 1,77, 1,76, 1,73, 1,7, 1,69, 1,71, 1,65, hier reingeschossen und da kam manche wieder raus. Also die 1,7, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pappkartonschichten. 0,25 Tracer BBs mit Tracer und wir schauen uns von hier. Damit du. Das Fazit zur der M4 MUR, Moore, wie auch immer, Custom Carabine. Optisch eine sehr, sehr schöne Sache, wie ich finde, persönliche Meinung natürlich. M-Lock ist eine reine Geschmackssache, wie ich finde. Natürlich immer dahin abgesehen, dass ihr auch M-Lock-Teile findet, wobei der Markt jetzt mit M-Lock eigentlich reichlich alles auch da hat. Da braucht man sich keine Sorgen mehr machen, dass man für M-Lock nichts findet. Man kriegt für M-Lock eigentlich immer was. Dass ein Midcap dabei ist, finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Wir haben hier ein sehr, sehr gutes Hoppergummi schon verbaut. Wir haben einen Omega-Tensioner schon drin, der einen guten Druckpunkt auf das Hoppergummi abgibt. Einen mega guten Motor, mega überzeugt von dem Teil. Also ist einfach super. Wir haben hier MOSFET schon drin. Ein Schusszyklus, also eine Ansprechgeschwindigkeit, die sich deren Gleichen sucht, gerade als Dockwaffe. Natürlich haben wir hier 459 Euro, aber ich muss ganz klar sagen, die 459 Euro sind hier auf jeden Fall gerechtfertigt, weil ihr wirklich hier was bekommt, und das ist jetzt auch wirklich meine persönliche Meinung, wo ihr nichts mehr dran machen müsst. Ihr könnt das Ding auspacken, spielen und habt somit auf dem Feld eine sehr, sehr gute Airsoft. Also hier gibt es nichts mehr großartig, was man ändern muss. Wie gesagt, was ich ändern könnte, wenn man unbedingt will, eine Max Hop-Up Unit könnte man noch reinmachen. Dann ist man auch ein bisschen flexibler mit den Hop-Up-Gummis. Da nämlich ENL das Problem hat, bei der jetzigen Hop-Up Unit ist es so, wenn ihr einen Hop-Up-Gummi verwendet, was eine relativ lange Lippe habt oder ein bisschen mehr lange Lippe hat, dann werdet ihr automatisch Feeding-Probleme bekommen. Deswegen, wenn ihr Hop-Up-Gummi hier wechselt, müsst ihr euch vergewissern, dass die Hop-Up-Lippe kurz ist. Nicht zu lang. Maple-Leaf Hop-Up-Gummis, kann ich aus Erfahrung sagen, sollten hier Probleme verursachen. Deswegen baut bitte hier kein Maple-Leaf Hop-Up-Gummi ein, weil das könnte zu vielen Problemen verursachen, kommen. Wenn ihr aber trotzdem Maple-Leaf haben wollt, dann könnt ihr nur eins machen, Maple-Leaf Hop-Up-Gummi leicht kürzen oder halt mit verschiedenen Läufen noch arbeiten. Manche Läufe sind vorne ein bisschen schmäler, wo dann diese Einrastfunktion kommt, dann könnte es trotzdem klappen. Ansonsten einfach mit dem System spielen, denn dieses System ist einfach ready to play. Einfach auspacken, Magazin rein, pam, 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 pam. Und dabei rufen, ha, ich habe 459 Euro bezahlt, ihr Affen. Also meine Kaufempfehlung ist auf jeden Fall da. Sehr, sehr schönes Modell. Ich hoffe, euch hat das kleine Review gefallen. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, schreibt sie unten einfach in die Kommentare. Ich beantworte sie so gut, wie ich kann. Ansonsten steht alles dann an der Produktbeschreibung, beziehungsweise ist der Link zur Produktbeschreibung dann in der Videobeschreibung drin. Daumen nach unten nicht vergessen, D-Abo da lassen, ist mir ganz, ganz wichtig, weil sonst habe ich irgendwann einfach zu viele Abonnenten. Und da ich immer Dankeskarten rausschicke Ende des Jahres, ist einfach zu viel, dann weiß ich nicht mehr, wem ich schon eine geschrieben habe und wem nicht. Deswegen ist mein Ziel, so auf 3 Abonnenten zu kommen, meine Mutter, meine Oma und mein Opa. Das sollte erstmal reichen, der Rest muss einfach weg. Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impacts, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they